ist einfach Lord Finesse hier beim Savage Kick. Der tritt da heute auf. Du meinst, er ist heute, glaube ich, in Düsseldorf und jetzt steht er einfach mal hier und wartet auf Savage. Ja. Kennen sich, das ist die Frage, kennen sich Savage und Lord Finesse, muss man das wissen? Also ich weiß, dass Savage auf jeden Fall großer Lord Finesse-Fan ist, glaube ich. Also bei dem und dem würde ich jetzt nicht so auslassen, wenn ich den sehe, aber Lord Finesse wäre schon nice. Ja, mal gucken. Er ist bestimmt keine Diva. Diese 90er-Rapper sind eigentlich ganz nice drauf, oder? Eigentlich schon, ja. Und hast du schon voll Bock, den jetzt wie so ein dreister Fan mit deiner Kamera einfach anzuladen? Ayo, Lord Finesse. How you doing, man? What's up, man? Lord Finesse. How you doing, man? I'm here in Dusseldorf having a hell of a time, you know? I'm not kidding. He's a big Lord Finesse fan. I think so. I'm honored, man. And if he doesn't know that you're coming, he'll be very happy. Yeah, that's why I want to kind of surprise him, too, because, you know, people walking through like, nah, that can't. I can't be Lord Finesse out here in Dusseldorf like this. Hold on, DJ. Lord Finesse ist eine fucking Legende, Alter. Wenn dieser Mann reinkommt, behandelt ihn wie den Papst, Alter. Der ist einer meiner Lieblingsrapper aller Zeiten, in meinen absoluten Top 10. Taktlos war früher der größte Lord Finesse-Fan überhaupt. Taktlos hat wegen Lord Finesse angefangen zu rappen. Ich habe versucht, wie Lord Finesse zu klingen. Und er ist heute hier. Das ist für mich unglaublich geil. Ich zitter. Wirklich, das ist kein Witz. Ich liebe ihn. Give it up for Lord Finesse, come on! Gib mir einmal, Bruder. Oh, enough respect, man. I love you to the game. You better see Mary Blige to get the 411, nigga. I rhyme rappers frequently. What? I'm like Stevie Wonder. I can't see it, brother. See it in me. Mach mal Lärm für Lord Finesse! Some noise for Cool Savage. Yo. Wait. Y'all don't understand, man. You gotta really love music and love your fans to do a show in a small spot like this where it's intimate. And y'all seeing him face to face? This is real right here. Yo, Finesse. I just happened to be walking by and they was like, yo, Ness, you gotta go in there. Bruh, we was just talking about you. We was just listening to your music in LA. And you know that shit that Drake does when somebody enters the stage? I said I would never do this to no man. I gotta do it for you, man. I gotta bow down, man. Pay you homage, bruh. Nah, man. Enough respect, brother. I love you, man. I love you. For real, I love you. Cool Savage, make some noise. Lord Finesse! Und es ist tatsächlich so, ich muss es zugeben, ich hatte wirklich vorhin, also so, ich hatte schon ein bisschen so ein Kloß im Hals, ich hatte echt Tränen in den Augen ein bisschen, weil das war, also es hat mich echt emotional richtig mitgenommen so. Ich wurde richtig sentimental so. Und ich habe ja den Drake-Move gemacht, ich habe zu ihm auch gesagt, weil das kennt man ja von Drake, er macht das immer wieder mal auf Konzerten so. Ja. Und ich habe immer gesagt, ey, ich würde das bei fast niemandem machen, außer es ist wirklich ein Held für mich, ein absoluter Held, so, weißt du. Und ich bin vor ihm auf die Knie gegangen und habe ihm seinen Respekt gezollt. Und wie gesagt, es ist einfach alles aus, wir haben zusammen performt, das war einfach Wahnsinn, Alter.